Tja, hallo liebe Freunde des Naturfilms. Mein Name ist Joachim Hinz. Ich drehe seit 1981 Naturfilme für das deutsche Fernsehen. Angefangen hat alles tatsächlich aber noch viel früher, nämlich 1975. Da habe ich mit dieser Nizo 800, eine sogenannte Amateurfilmkamera, die ersten kleinen Naturfilme produziert. Damals wurde auf diese Kassetten aufgezeichnet. Hier sieht man noch den Film. Ja, heute sind die Kameras ein kleines bisschen moderner geworden. Wir Naturfilmer arbeiten heute mit digitalen Filmkameras. Das ist die Kamera, mit der ich zurzeit meine Filme drehe. Von den vielen Naturfilmen, die ich bis heute gedreht habe, will ich mal exemplarisch die letzten vier nennen. Das war ein Film über die Wasserspitzmaus, damals für den NDR. Danach eine Doku über den Apfelbaum für den SWR. Und die beiden letzten Filme waren für den WDR gedreht. Das war ein Film über die Haselmaus und den Maulwurf. Ja, heute geht es aber um einen ganz kurzen Film mit dem Titel Die Geburt eines Regenwurms. Diesen Film hat die Jury, die Fachjury für das Festival nominiert, und zwar in der Kategorie Kurzfilme für Kids. Ja, wenn ihr Lust habt, neugierig geworden seid, dann schaut doch einfach im September auf dem Greenscreen Naturfilmfestival in Eckernförde vorbei. Dort gibt es viele schöne Naturfilme zu sehen und auch die Geburt eines Regenwurms.